Nutzung. Es steigt weiter an. Kann ich gebrauchen, Nutzung. Wir können einen Shot in Kontrollraum schließen. Das hätte mir schon auffallen sollen, als die andere Gegner kamen. Na, scannen kann ich die doch nicht. Wo ist das Drecksviech? Oh oh, oh oh, oh oh. Da ist der Kontrollraum. Der Sturm ist an. Nutzen wir ihn. Mach doch die Tür zu. Nicht diese. Okay. Nutzen wir die Zeit. Ich überprüfe das Kontrollsystem. Verdammt, ich habe kein Signal. Vielleicht sind die Antennen ausgefallen. Sie sind auf dem Aussichtsdeck. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Die Aussicht ist sicher toll. Bestimmt. Also los. Welche Aussicht, ihr seid mit auf dem Ozean. Das Aussichtsdeck. Wir können von der Halle aus heraufklettern. Hat das geklappt? Das Wasser ist dort. Alles okay. Das Schott ist zu. Wir müssen nur warten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, hoch hier. Hoch hier. Den Munition verschenken. Sind wahrscheinlich hoch. Nein, wir sind auf der Queen Semiramis. Okay, Quint hat herausgefunden, dass es zwei Schiffe waren. Ach was. Ihr seid auf dem Schwesterschiff der Queen Zenobia. Jill und Parker werden vermutlich auf diesem Schiff festgehalten. Konnten Sie es lokalisieren? Nein. Aber meine besten Leute arbeiten dran. Es ist aber noch nicht lange her, oder? Korrekt. Es kann sein, dass die beiden Schiffe bis vor wenigen Stunden zusammen unterwegs waren. Sucht die Umgebung ab und haltet die Augen offen. Verstanden. Und hier geht der richtige Zug. Von dem wir gekommen waren. Oh oh. Was bist du denn für einer? Ja, so ein Instant Kill oder was? Fantastisch. Das Schwierigkeitslevel streckt hier wohl an. Er hat mich einfach in der Mitte zerrissen. Hände aufsuchen. Und bin ich nach Sachsen-Anhalt. Dumm. Thank you.
schon wieder frei hier. So, wenn ich jetzt und... Nein, ich bin blind. What the fuck? Kann ich mich an ihm irgendwie vorbeischleichen? Eine Granate werfen? Da müssen wir hin. Wo ist dann ein Pfeffer? Nein! Da kann man ihn nicht vorbei. Was ist das für ein Blödsinn? Hast du eine Ahnung, was Weltro vorhat? Abgesehen davon, das ist relativ offensichtlich herumzuführen. Wer weiß, bei dem Video gibt es nicht die geringste Spur von ihnen. Ah, das ist schlecht. Je schneller wir auf dem Aussichtsdeck Kontakt zur Basis kriegen, desto besser. Ich hoffe, Sie wissen inzwischen wenigstens, wo Chris ist. Die Sache mal ein bisschen verbessern. Betäuben ist gut. Nicht dafür. Video kommen jetzt zwei Dinge raus. Und die waren auf dem anderen Schiff. Jetzt hat er Zeit, um die Platz zu offizieren. Aber deutlich schwächer waren. Hier ist die Chilling Casino. Heilen Musik. Hörst du das? Oder auch nicht. Fahrstuhl. Hier lang, Chile. Als ob. Er bewegt sich. Fahrstuhl, der funktioniert. Gut, jetzt kommen wir zum Aussichtsdeck. Das kann auch nur eine Todesfalle werden. Ich wusste es. Fahrstuhl, der nach oben fährt. Da oben ist was. Bestes. Ekelhafter Scheißvieh! Nimm das! Wundervoll! Das Ding macht uns viel zu schwer. Jetzt.
Aber ich muss ins Auge schießen. Nicht die kauen. Ich bin noch vom Schuss. Sollten sitzen. Au. Komm, zeig dich. Oh, Aufzug geht weiter. Ist es weg? Sind wir sicher? Haben wir wohl geschafft. Es ist Nacht und es gibt nichts zu sehen. Ne, das war mir gerade schon. Oh, ich erinnere mich in den Raum. Ja, Mensch, das ist zu Gast zu haben. Ja, ich glaube, er verfolgt uns. Vorsicht! Ein Treffer und du bist tot! Danke für den Hinweis. Schau es dir an! Wie kann das Ding überhaupt leben? Da, du Mistvieh! Mission sammeln. Noch das Auge ziehen, glaube ich. Ich habe keine Heilung mehr. Und Granaten. Das hat auf jeden Fall eine weiche Seite. Oh shit. Munition verschwinden. Granaten. Okay, damit habe ich nur mir wehgetan. Und ausweichen. Ich stehe mich noch schlecht an. Heilung. Zwei Nacht. Wenn du davor gehst. Mach Schaden. Sehr günstig. Wieder so ungünstig. Das könnte ein Bonus sein, dass sie in der Ecke hingequetscht sind. Andererseits ein Nachteil. Wunde stellen. Keine Munition mehr. Fantastisch. Oh komm, das sieht doch schon gut aus.
Der war schon einmal fast down. Na komm, das ist am Boden. Wenn sie mich noch mal trifft, bin ich tot. Ich glaube, jetzt sind wir da unten. Ich muss auf seine welche Seite kommen. Ja, dann haben wir keine mehr. Das war's dann. Neuer Versuch. Versuch mal, die hin zu den Dingern zu kriegen. Ja, fantastisch. Und dann ist der Raum, dass der mich hier schon mal treffen. Den die hin und schießt dann auf die. Sehr gut. Mal hier rüberkommen. Sehr schön. Das war schon Gold wert. Einfach sehen, welchen Stellen. Wie fällt denn der aus? Komm nicht hier hin. Shit. Komm, wir haben dem doch mit den drei, zwei Dingern schon was getan. Warum immer auf mich hier? Oh oh. Ausweichen! Mist. Das geht da um. Das hier ist der falsche Begriff.
Okay, sind wir zwei. Das Ding ist fast unverletzbar. Auf den. Na komm. Sehr schön. Oh oh. Nice. Was für ein nerviges Drecksvieh. Was für eine Nacht. Das war noch wahrscheinlich noch nicht die schlimmste. Die Antenne Dinge. Ist da oben. Ach was. Das ist obvious. Jill, wir müssen erst die Antenne reparieren. Mist obvious. Ah, Schlüsselkarte. Fantastisch. Müssten wir jetzt eigentlich noch mal ein bisschen Backtracking betreiben. Ein paar Sachen noch öffnen. Es tut gut, an der frischen Luft zu sein. Dieses Schiff hat uns echt auf Trab gehalten. Ja, wir haben die ganze Zeit um unser Leben gekämpft. Hoffentlich wird's ruhiger, wenn das HQ Bescheid weiß. Ich prüfe die Antennenverkabelung. Die ist noch lange nicht vorbei. Gut, es nähert sich seinem Finale, aber... Das sollte reichen. Versuchen wir es. Hoffentlich geht's. Hier Vermilion. Hauptquartier. Bitte kommen. Hier O'Brien. Seid ihr zwei okay? Geschafft. Boss, hier Parker. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und zwar gewaltig. Ich weiß. Das Ganze war eine Falle. Und wir sind blind reingetappt. Was heißt das? Was meinen Sie mit Falle? Boss, was ist denn los? Was ist, Boss? Sagen Sie etwas. Ein Moment, hier kommt gerade ein Notruf rein. Nein, warten Sie! Direktor O'Brien, wir haben einen Notruf von der ESF empfangen. Sie melden Satellitenbewegungen. Die European Security Force? Sprechen Sie. Ja, Sir. Anscheinend wird Terra Grigias Solarenergieintegrator reaktiviert. Wir sind also schon mittendrin.
irgendwas. Warum weiß er Bescheid? Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Parker! HQ, was ist los? Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Sie zieht direkt auf die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer, die Veltro, als Versteck dienen. Die Satelliten, die Terra Grigio zerstörten. Sind direkt über uns. Die können doch nicht einfach das Ultimatum ignorieren und das Schiff zerstören. Boss, hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Oh. Er lässt uns einfach im Stich. Dreckskerl. Ein weiteres Achievement. Ja, dreimal sind wir gestorben. Dann geht's mit Episode 7 weiter. Bisher bei Resident Evil Revelations. Nein, wir sind auf der Queen Semiramis. Verdammt, ich habe kein Signal. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Seid ihr zwei okay? Geschafft! Hier ist die Kacke am Dampf. Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Die Satelliten, die Terra Grigio zerstörten. Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Tja, wir sind dumm.